grüß euch, das seid ihr ja. Ich heiße Urs Hensenberger, bin Kommissionssekretär der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates. In einer halben Stunde haben wir Sitzung. Im Moment haben wir überhaupt keine Zeit. Die Kommission haben die Aufgabe, die ihnen zugewiesenen Geschäfte vorzuberaten und dazu Antrag an ihren Rat zu stellen. Geschäfte können sein Bundesratsgeschäfte, parlamentarische Initiativen, Motionen und andere. Diese werden in der Regel in der kommenden Session beraten. Die Kommissionen haben aber auch die Aufgabe, sich in ihrem Themenbereich über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Alle wesentlichen Geschäfte des Parlaments gehen also zuerst durch eine Kommission. Das heißt, ein entscheidender Teil der parlamentarischen Arbeit findet in den Kommissionen statt. Die Geschäfte wechseln dann jeweils zwischen National- und Ständerat, dies nach ganz bestimmten Regeln. Heute beobachten wir aber nur die Arbeit einer Nationalratskommission. Eine Nationalratskommission hat 25 Mitglieder. Die Fraktionen sind gemäß ihrer Stärke im Nationalrat vertreten und ihre Mitglieder sind für 4 Jahre gewählt. In der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates sind dies 7 Mitglieder der SVP, 6 der SP, 4 der CVP-EVP, 4 der FDP-Liberalen, 2 der Grünen und je ein Vertreter der BDP und der Grünliberalen. Hat eine Partei weniger als 5 Sitze im Nationalrat, kann sie keine Fraktion bilden und hat kein Recht auf einen Sitz in einer Kommission. Das ist politisch ein enormer Nachteil, da die wichtigen Vorentscheide in den Kommissionen gefällt werden. Ciao Stefano. Ciao Urs. Ist der Präsident schon da? No, non ancora. Arriverà fra poco. Der Präsident ist noch nicht da, also haben wir noch ein wenig Zeit. Die Kommissionssitzungen sind vertraulich, das heißt, es dürfen keine Tonaufnahmen gemacht werden. Wir haben aber heute eine Sonderbewilligung für Bildaufnahmen. Es ist also das erste Mal, dass Sie optisch eine Kommissionssitzung mitverfolgen können. Das hat den Nachteil, dass Sie natürlich nicht hören, wie ernsthaft in der Kommission debattiert wird. Ohne Vertraulichkeit wäre aber die Kompromissbildung in der Kommission stark erschwert, da die Kommissionsmitglieder unter Dauerbeobachtung wären, beispielsweise den Medien, und ein freier Meinungsaustausch deshalb stark erschwert würde. Seit 1991 bestehen für alle politischen Themen vorberatende Kommissionen. Die Nationalratskommission tagt 2x2 Tage zwischen den Sessionen. Regelmäßig gibt es Zusatzsitzungen oder kurze Sitzungen während den Sessionen. In den Jahren 2012 und 2013 tagte die SGK-Nationalrat an 35 Sitzungstagen während knapp 200 Stunden. Dazu kamen 6 kurze Sitzungen zur Bereinigung von Differenzen während den Sessionen. Sie behandelte in dieser Zeit über 110 größere und kleinere Geschäfte. Sitzungen können den ganzen Tag dauern. Manchmal gibt es sogar Open-End-Sitzungen, damit ein Geschäft zu Ende beraten werden kann und dann bereit ist für die kommende Parlamentssession. Das ist eine ziemliche Knochenarbeit für alle Beteiligten. Die Kommission wird vom Präsidenten geleitet. Dieser wird jeweils für 2 Jahre gewählt. Der Präsident entscheidet über die Traktandenliste der Sitzung. Er leitet die Sitzung und ist verantwortlich für die Information der Öffentlichkeit über die Beschlüsse. Der Präsident sitzt vorne in der Mitte, rechts von ihm sitzt jeweils der Bundesrat und die Vertretungen der Bundesverwaltung. Links vom Präsidenten sitzt das Kommissionssekretariat, also ich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daneben um die Ecke haben die 2 Protokollführerinnen ihren Platz.
An den Kommissionssitzungen gibt es keine Simultanübersetzungen. Alle sprechen in ihrer Muttersprache. Die Italienischsprachigen wählen in der Praxis zwischen Deutsch und Französisch, wenn sie gehört werden wollen. An einer Kommissionssitzung nehmen teil die Kommissionsmitglieder, der Bundesrat. Der Bundesrat wird begleitet von einer Delegation der zuständigen Bundesverwaltung, das Kommissionssekretariat, die Protokollführenden, der Weibel. Dazu unter Umständen Vertreter von parlamentarischen Initiativen, Vertreter einer Volksinitiative, Vertreter von Standesinitiativen, Experten und Expertinnen oder Teilnehmende an Anhörungen. Die Vorlagen bzw. Anträge des Bundesrates werden in der Kommission vom zuständigen Departementschef vertreten. Allerdings setzt der Departementschef auch Prioritäten. Bei weniger wichtigen oder kaum umstrittenen Geschäften lässt er sich manchmal durch den zuständigen Amtsdirektor vertreten. Es gibt für die französische Sprache und die deutsche Sprache je eine Protokollführerin. Sie verfassen sogenannte analytische Protokolle, das heißt, die Beratungen werden leicht zusammengefasst. Am Ursprung jeder Kommissionssitzung jedoch steht die Geschäftsplanung. Diese mache ich zusammen mit meinen Mitarbeitern und dem Kommissionspräsidenten zu Beginn der Session für das kommende Quartal. Das Kommissionssekretariat führt dazu eine Liste aller hängigen Geschäfte und überwacht, dass die gesetzlichen Behandlungsfristen eingehalten werden. Ich spreche mich zudem mit den jeweils betroffenen Departementen ab, in der Regel mit demjenigen von Bundesrat Alain Berset. So waren zum Beispiel im Herbst 2014 70 verschiedene größere und kleinere Geschäfte in der SGK Nationalrat hängig. Alle diese Geschäfte müssen für die Kommissionssitzung sorgfältig vorbereitet werden. Wir vom Kommissionssekretariat bereiten die Sitzungen vor, stellen die Dokumentation zusammen, organisieren Anhörungen, laden Experten ein, verschicken die Einladung und die Dokumentation und übermitteln die Beschlüsse der Kommission an den Rat. An die Kommissionsmitglieder wird mit der Einladung zu jedem traktandierten Geschäft eine Dokumentation verschickt. Alle Dokumente werden vom Sekretariat auch elektronisch im Extranet erfasst. Während der Kommissionssitzung unterstütze und berate ich zusammen mit meinem Team den Präsidenten. Für diesen verfassen wir bereits vor der Sitzung ein Drehbuch. Schematisch wird eine Gesetzesrevision wie folgt beraten. Zuerst gibt es eine Eintretensdebatte. Hier wird diskutiert, ob es überhaupt eine Änderung braucht. Wird Eintreten abgelehnt, wird die Beratung abgebrochen und ein Nicht-Eintretensantrag an den Rat gestellt. Nach dem Eintreten kommt die Detailberatung, bei der der Gesetzesentwurf artikelweise durchberaten wird. Am Schluss gibt es eine Gesamtabstimmung, bei der sich zeigt, ob noch eine Mehrheit hinter dem in der Detailberatung abgeänderten Gesetzesentwurf steht. Anschließend werden zwei Berichterstatter bzw. Berichterstatterinnen gewählt. Diese sollten hinter den Anträgen der Mehrheit stehen und nicht der gleichen Fraktion angehören. Anträge der Kommissionsmitglieder werden schriftlich oder per Mail eingereicht und aus dem Sitzungszimmer an das administrative Sekretariat weitergeleitet, per Fax oder Mail. Dieses erfasst die Anträge auf einem Formular und schickt den Antrag anschließend in die Übersetzung. Ist der Antrag übersetzt, wird er ins Sitzungszimmer zurückgeschickt und ich überprüfe die gesetzestechnische Richtigkeit. Anschließend kopiert sie der Weibel und verteilt sie an die Kommissionsmitglieder. Wenn viele neue Anträge während der laufenden Sitzung eingereicht werden, manchmal sind es bei großen Geschäften 20 bis 30 an einem Halbtag, kann es für das Kommissionssekretariat ganz schön hektisch werden. Es gilt dann, im Gespräch mit dem Präsidenten sicherzustellen, dass über alle Anträge richtig abgestimmt wird. Wenn es mehrere Anträge zum gleichen Gesetzesartikel gibt,
muss auch die Reihenfolge der Abstimmungen richtig sein. Das ist manchmal ziemlich komplex. Zu Beginn der Beratung eines großen Geschäftes, hier zum Beispiel zum elektronischen Patientendossier, finden in der Regel Anhörungen statt. Eingeladen werden dazu die Kantone, die wichtigsten Interessenorganisationen mit ihren Lobbyisten oder spezielle Expertinnen und Experten. Für die Auswahl der Einzuladenden werden auch Wünsche der Kommissionsmitglieder berücksichtigt. Zu achten ist auf eine einigermaßen politisch ausgewogene Zusammensetzung und dass die französische Sprache vertreten ist. Wird eine Volksinitiative traktandiert, so wird für den Beginn der Beratungen das Initiativkomitee für eine Anhörung eingeladen. Hier zur Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Initianten verlassen nach ihrer Präsentation den Raum, so dass die Kommissionsmitglieder ungestört diskutieren können. Nach der Sitzung übermitteln wir vom Kommissionssekretariat die Beschlüsse der Kommission an den Rat. Dieser folgt mit der sogenannten Fahne oder in Form eines kürzeren oder längeren Berichts. Die Fahne ist wohl das wichtigste Arbeitsinstrument im Rat. Nehmen wir als Beispiel die 6. IV-Revision. Sie sehen in den 4 Kolonnen von links nach rechts erstens das geltende Recht, zweitens die Anträge des Bundesrates, drittens die Beschlüsse des Ständerates und viertens die Anträge der SGK-Nationalrat. Mit der Einführung der ständigen Kommissionen im Jahre 1991 hat der Einfluss der Kommissionen und damit des Parlaments auf die Gesetzgebung ständig zugenommen. Erstens werden die Gesetzesvorlagen des Bundesrates vom Parlament immer häufiger und stärker abgeändert als früher. Zweitens ist die Zahl der Gesetzesinitiativen des Parlaments gewachsen. So gingen in der letzten Legislatur 20-25% aller neuen Gesetze oder Gesetzesrevisionen auf parlamentarische Initiativen zurück. Beispiele aus der SGK sind die Mutterschaftsversicherung, das Familienzulagengesetz, die Anstoßfinanzierung für familienexterne Kinderbetreuung oder das Bundesgesetz über die Finanzierung der Invalidenversicherung. Da während der Sitzung keine Medien zugelassen sind, verfassen wir vom Sekretariat bereits während der laufenden Sitzung eine Medienmitteilung oder bereiten eine allfällige Medienkonferenz vor. In der Regel liegt unmittelbar nach Schluss der Sitzung die Medienmitteilung in einer Sprache vor. Sie wird dann vom Kommissionspräsidenten geprüft, allenfalls ergänzt und genehmigt. Anschließend wird sie auf parlament.ch publiziert, sobald sie in Deutsch, Französisch und Italienisch vorliegt. So, das war's. Es waren anstrengende 2 Tage. Auch dank unseren Vorbereitungen ging alles relativ reibungslos über die Bühne. Die Medienmitteilung ist auch schon auf parlament.ch.